Also Holz zu mögen ist schon eine gute Grundlage. Man muss auf jeden Fall Lust auf Bauen haben. Nachhaltig bauen heißt im Prinzip mit Holz bauen. Das Grundstudium haben wir mit allen Bauingenieuren zusammen. Das heißt, wir kriegen von allem die Grundlagen mit. Wir können mit Beton was machen, wir können mit Stahl was machen, müssen uns auch mit Mathematik und Mechanik quälen. Aber der Endspurt erfolgt in Richtung Holz. Wir machen recht viel an Exkursionen, beziehungsweise wir probieren auch alles praktisch aus. Wir gehen auch regelmäßig in den Wald und gucken uns eben an, woher das Holz, was wir dann später verarbeiten wollen, überhaupt kommt. Genial, dass man hier die kleinen Gruppenstärken hat. Man ist nicht eine von tausend, sondern relativ schnell kennen die Professoren den Namen. Man wird auf dem Flur gegrüßt. Das sind so die Kleinigkeiten, die es eigentlich ausmachen. Aachen an sich ist eine schöne Einstiegsstadt, wenn man so das erste Mal von zu Hause rauskommt und alleine wohnt. Dass es auf jeden Fall ein zukunftssicherer Job ist. Das ist, glaube ich, so eins der Argumente, was immer, naja, von Eltern auf jeden Fall gerne gehört wird. Wir können uns sehr vielseitig aufstellen und in Ingenieurbüros oder auf der Baustelle sinnvoll tätig sein.